Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. In der letzten Folge rede ich eigentlich ungern drüber, aber da hat Delirium mir ganz schön die Windeln gewechselt. Aus irgendwelchen Gründen habe ich es nicht mitbekommen, wie ich den einen letzten Hit bekommen habe. Also ich hatte zwei rote Herzen, das weiß ich. Und ich wollte, sobald ich nur noch ein rotes Herz habe, naja, unser Item benutzen halt, den R-Key. Aber ich habe den vorletzten Hit nicht mitbekommen. Und dann waren wir plötzlich tot. Und ich wollte halt gerade drücken. Ja, es ist dumm gelaufen, es hat ganz schön wehgetan. Aber hey, so haben wir zumindest nochmal was, auf das wir uns freuen können, wenn wir den R-Key nochmal finden. Oder was? Aber na klar doch. Gut, war auf jeden Fall ein normaler Run. Das heißt, wir sind heute wieder dran mit einem Greed-Run. Unser Winstreak von 10. Goodbye, my friend. Egal, Isaac haben wir geschafft, Maggie haben wir geschafft, Kane haben wir geschafft, Judas in Greed Mode ist jetzt dran. Und dann fehlt noch Blue Baby, Samson, Lazarus und Eden. Ah, und Bethany auch noch. Okay, dann machen wir jetzt einen kleinen Judas Greed Run, hoffen aufs Beste, denn der Boy startet nur mit einem einzigen roten Herzilein am Anfang. Gehen wir mal rein. Was soll's, Mann? Es wird schon alles werden. Was geht hier? Ah, guck mal, direkt ein HP ab, wunderbar. Und Big Money. Oh, der startet sogar mit 3 Cent. Das ist ja interessant. Alright. Das ist gut. Das ist gut. Wir haben ewig viel HP. Wir haben 4,7 Damage. Es ist ein besserer Start als mit Isaac auf jeden Fall jetzt schon. Hier sogar ein Key on Sale. Das ist ja so wunderschön. Und rein da. Number One. Das ist ein ganz schönes Range Down. Und der hat jetzt schon wenig Range. YOLO. Ma. Ich weiß ja nicht, ob das ein Fehler war. Egal. Das wird schon hinhauen. Okay, was haben wir denn hier überhaupt? Wir haben Mom's Key. Und wir haben Magic Scab. Ein Luck heilt mich einmal und gibt uns einen HP. Okay. Okay. Mamski wäre halt ganz nice. Ich glaube, das gönnen wir uns. Machen wir erstmal. Auf geht's. Ach, ist das wunderschön. Mit so einer Range. Geil. Egal, ich hab's mir ja ausgesucht, so, ne? Ich hab's mir ja selber ausgesucht. Bis jetzt hatten wir aber eigentlich immer relativ gut Glück in den Greed Modes. Ich meine, ja, der Run ging ja auch schon gut los, ne? Wir haben einfach einen Zehner gerade gefunden. So, what the hell, mäßig, weißt du Bescheid. Aber bringt uns ja nichts, wenn wir keine geilen Items kriegen. Von daher hoffen wir einfach mal wieder auf unser klassisches Glück, was wir die letzten Runden so hatten. Auch Mr. Me 6, also Mr. Me in dem letzten Run, in dem letzten Greed Run, das war ja mal mega mäßig. Mr. Me ist halt auch so ein Item, was ich eigentlich normalerweise... Ach, wieso benutze ich eigentlich mein Book nicht? Naja, egal. Mr. Me ist auf jeden Fall ein Item, was ich normalerweise eigentlich immer ignoriere. Aber... Wow, im letzten Run? Das war schon nicht schlecht, was der da uns alles gegönnt hat. Das war schon wirklich nicht schlecht. So, letzte Spinne und dann geht's an die Bosse. Machen einfach direkt. Also unsere Fire Rate ist sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Range dazu kriegen. Damage haben wir durch das Buch. Vollkommen in Ordnung. Ist das schon die Devil Deer Wave? Nee, ne? Oder? Gerade nicht drauf geachtet. Ich glaube, das ist einfach nur der zweite Boss, oder? Gleich kommt der Devil noch. Yo. Na dann. Nochmal so ein kleiner Double Monstro. Und ein Champion Larry. Oh mein Gott, wir sind gleich tot, weil das Champions sind. Ah. Ah, kriegen wir alles hin. Kriegen wir doch alles hin. Zack, Bom, Peng. Und. Oh, noch mehr Geld. Ja, ich weiß nicht. Ich würde einfach beides nehmen. Was soll's? Der Sack. Naja. Bisschen mehr Speed und dann läuft das auch.
So, jetzt waren wir auf dem ersten Floor. Wir sind immer noch auf dem ersten Floor und haben 43 Cent. Das ist schon eine Ansage. Ich hole mir auf jeden Fall Moms Key. Das würde ich ungern nehmen. Wohl. Also ich habe ja bei Mr. Me gesehen, in den normalen Waves, da kriegst du es nicht so gut gecharged. Aber dann schaffst du auf jeden Fall immer nochmal einen Charge zwischen der Boss-Wave und der Devil-Deal-Wave. Das ist halt ganz geil gewesen. Und im Greed-Fight selber kannst du dich dann halt auch nochmal hochbuffen damit. Ich glaube, ich nehm's. Gut. Dann geht's weiter jetzt. War da eine Bombe im Angebot? Da haben wir nämlich einen Tinted Rock und eine Golden Chest. Und wir haben ja Moms Key, von daher. Oh, komm schon, bitte. Reroll, gib mir eine Bombe. Bitte. Schade, ich glaube, das wird nix. Aber das ist halt natürlich ganz geil, ne? Das ist ganz geil. Ich bin am Überlegen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der Secret Room, also nee, der Curse Room Pool, das immer Devil Deal Items sind? Ich weiß es nicht. Aber da ich meinen Bock nicht hier lassen möchte, würde ich das jetzt einfach mal machen. 9 Lives. Alles klar. Alles klar. Gut, ist in Ordnung. Weißt du, damit bin ich happy. Damit kann ich arbeiten. Oh Mann, es geht schon wieder los, ey. Leute. Ja, schade zu den. Also, schade um die beiden Kisten, aber was soll's? Was soll's? Wir finden schon noch was Schönes. Jetzt sieht es aus, als würden wir in die Flooded Caves kommen. Mhm. Na denn. Oh, gut. Jetzt haben wir zumindest kein Problem mehr mit Bomben, aber das sind diese Riesenbomben. Und ein HP ab. Dann gehe ich aber hier auch nochmal rein. Nee? Gut. Das können wir dann aber machen. Ja, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich mich nicht selbst wegsprenge. Und wir haben wieder ein Pedestal hier on sale quasi, ne? Gut. Dann hauen wir mal raus hier. Dann legen wir mal los. Oh oh. Ja, so viel HP habe ich halt nicht, ne? Muss man hier aufpassen. So, jetzt. Jetzt aber, jetzt geht er los hier. Mhm. Und du hör auf zu kotzen da oben. Wah! Na, easy. In den Flooded Caves sieht man halt Creep und so immer relativ schlecht. Oh, das ist nicht geil mit unserer Range. Oh. Ja. Nochmal das Buch. Läuft doch. Es läuft doch. Das ist nur Sloth. Auch okay. Vollkommen in Ordnung. 11,3 Damage, ey, das ist ja sweet. Oh, das war schlecht. Und wir sind... Ich weiß nicht, wie wir gerade nicht gestorben sind. Eigentlich müsste ich jetzt tot sein. Aber ich will mich mal nicht beschweren, oder was? So. Was ist denn das hier für eine Frechheit mit dem roten Herz da? Oh. Okay. Riskiere ich es, um den Buff zu behalten, oder gehe ich mich heilen? Ich riskiere es. Oh. Ich versuche einen wegzufokussen. Okay, jetzt du. Stanley Balls hier. Au.
Ganz, ganz gemein ist das hier. Achtung, da ist Creep. Treff ihn halt gar nicht, ne? Wegen der Range. Ja, hoch. Da habe ich aber kurz schon wieder Sterne gesehen, habe ich da. Ja, es ist passiert, Freunde. Es ist passiert. Ist das geil. Ist das geil. Gut, ich würde da auch wieder beides nehmen einfach. Kriege ich das noch? Nice, wir sind nicht gestorben. So, wir haben Brimstone. Ist das sweet. Hell yeah. Okay, ich bin happy. Dann machen wir jetzt das Pedestal hier weg. Yo, Mr. Dolly, sehr nice. Ja, ja. HP. Und die Screw. Nehme ich auch. Oh, Jesus Juice, das wäre noch nice gewesen. Egal. Ich bin happy. Ich bin doch mal so richtig happy. Boah, schaffen wir das mit den Bomben? Nee, ne? Ich glaube, das wird nichts. Secret Room, sehr sweet. Ah. Tonsil. Nee. Ich glaube, das ist egal mit Brimstone, oder? Oh. Ja, doch. Ich nehme das. Einfach, weil es witzig ist. Okay, die Kiste hole ich auch noch, weil wir haben ja immer noch Mom's Key. Mhm. Ist okay. Weiter geht's. Floor 3 und wir sind schon richtig gut am Start. Brother Bobby, ey. Du bist eine Frechheit. Speed up, endlich. Das ist gut. Das ist gut. Da ist die Schaufel. Kann auch gut sein. Oh, ein Schlüssel für 2. Klingt nach einem guten Deal. Und 2 Bomben. Dann mache ich euch noch weg hier. Okay. Okay. Schaufel oder nicht? Wir könnten halt super viele Crawlspaces finden, ne? Wenn wir Floor Deko haben. Ja, ich lasse es erstmal. Ich lasse es erstmal. Machen wir gleich. So, jetzt haben wir halt Brimmy Stony. Von daher sollte das doch alles relativ easy sein. Den nehmen wir noch. Geil. Richtig geil. Ich bin so happy. Oh, wie lange wir darauf warten mussten, ey, so einen richtig schönen Brimstone-Run mal zu bekommen. Okay. Und The Devil Deal, Gabriel. La, la, la. Easy. Und Mom's Knife, ey. Alter. Aber nein. Ich werde wieder Nein sagen. Ja. Es tut mir leid. Nee, ich hab Bock auf Brimstone. Auf meinen kleinen Brimmy Brim. Brimmy Brim Brimmerson. So, 41 Euro wieder. Ich glaube, ich nehme die Schaufel mit, oder? Und dann gucken wir mal, weil hier ist doch Floor Deko. Hier zum Beispiel, ne? Zählt das jetzt Floor Deko? Ja. Ich glaube, das ist ganz geil. Oh. Einfach 2 Items und ein davon ist Play-Doh Cookie. Sweet. Ja. Ja. Okay, das ist geil. Das ist nice. Da bin ich happy mit. Im Secret Room oder im Curse Room waren wir auch schon. Dann gönne ich uns hier nochmal. Increases Fart Size. Nee. Hier vielleicht. Geil. Und ein bisschen Cash. Sogar die Bombe wieder gekriegt und ein HP ab. Rein da. Und rein da. Es läuft. Es läuft. Wir haben jetzt Book of Belial nicht mehr, aber ist egal.
Ist egal. Scatterbombs. Ach komm, was soll's. Ach komm, was soll's. Bra. Und der Belt. Naja, ist halt ein Speed-Up. Das ist, okay. Je schneller wir sind, desto schneller können wir diese Kreise hier drehen. Das ist ganz cool. Und was geht hier? Der Sprinkler wieder. Oh. Ja, der war beim letzten Mal doch auch ganz cool. Also beim letzten Mal, als wir ihn hatten. Ja, aber ich glaube, ich bleibe bei der Schaufel. Machen wir heute mal ein bisschen Schaufel-Action, oder? Ich bin für Schaufel-Action. Auf geht's. Ich find's gut. Mit Play-Doh-Cookie jetzt auch noch. Ist ja der Wahnsinn. Ah! Ja, Damage wäre noch ganz geil. Wir haben halt nur 4,7 Damage. Das hatten wir eben alles nur durch das, naja, das Bock halt. Also ein oder anderes Damage ab wäre noch ganz nice. Aber grundsätzlich ist das doch schon mal okay. Brownie. Ist hier Floor Deco irgendwo schon? Bevor ich den Charge waste. Ich kenne das halt nicht so gut, aber ist das hier schon Floor Deco? Gilt das als Floor Deco? Fragen wir uns. Nein, okay. Oh oh. Ich glaube, ich kriege den Charge noch zusammen. Ja, doch, das wird, ne? Doch, das wird. Na klar wird das. Wird das? Ja, wird das. Gut, jetzt kommt Satanus. Das heißt, wir könnten jetzt noch mal kurz nach einem Dings suchen hier, nach Floor Deco. Gilt dieses Loch hier als Floor Deco, frage ich mich. Das hier gilt doch als Floor Deco, oder? Na klar. Na klar. Okay. Little Chest. Ich glaube, das ist gut, oder? Spawns a random pickup every few rooms. Okay, ist in Ordnung. Ist cool. Ist cool, Mann. Super viel Cash haben wir. Und Devil Wave. Rein da. Vielleicht kriegen wir noch einen Charge auf die Schaufel. Okay. Ging schneller als gedacht. Sehr schön. Okay, das zweite Guppy-Item. Das ist ja so wunderschön. Das ist ja so wunderschön. Ich benutze es auch einmal. Das hier ist auch Floor-Deko, oder? Nein? Okay. Tears up. Sweet. Und excited. Naja, gut, egal. Gut, jetzt sind wir schon mal zwei Drittel Guppy. Das ist sehr, sehr geil. Ich habe 60 Euro, ne? Wollen wir ein bisschen rerollen? Tarot Cloth. Mag ich ja eigentlich ganz gerne, ne? Aber bis jetzt haben wir noch nicht so viele Karten bekommen. Ich mach's trotzdem. Einfach, weil ich's mag. Magician. Okay, sweet, sweet, sweet. Können wir gleich auf dem nächsten Floor benutzen. Oh, da ist ein Dingsbums hier. Okay, Damage. Nice. Fire Rate und Multiplier for the Left Eye. Meh. Dann haben wir hier wieder was. Und das. Larger, Tears down. Found Pills. Shot Speed down. Egal, passt schon. Das passt schon. Auf jeden Fall sind wir jetzt groß. Hier suche ich noch einen Secret Room, weil wir kriegen die Bombe ja eh wieder. Und weiter geht's. Schaufel haben wir. Alles gut. Alles gut. Nehme ich auf heute? Ja. Wow. Lump of Coal. Haben wir auch häufig in letzter Zeit. Und naja. Das bringt uns gar nichts. Oh. Tinted Rock und ganz viel Geld. Na gut, das brauche ich nicht. Und nochmal 3 Euro. Ich reroll nochmal.
Ich reroll bitte, hallo? Synthoil. Mhm. Und Mama Mega. Mama Mega ist mittlerweile auch schon ein Meme geworden, einfach. Gut. Auf. Ja, durch Lump of Coal machen wir jetzt mehr Damage, je weiter wir weg sind von den Gegnern. Das ist schon mal ein indirektes Damage-Up. Sehr gut finden wir das. Oh. Ah, okay. Das hier ist Floor Deco, oder? Wir werden es nie erfahren. Aua. Das ist Floor Deco gewesen. Geil. Und rein da. Ich habe die Magician-Karte gar nicht benutzt. Fortune Cookie. Meh. Gut, holen wir uns jetzt die Batterie. Ich komme da eh nicht vorbei. Naja, egal. Alright. Dann. Hier nochmal gucken. Das hier ist doch Floor Deco, oder? Nein? Dann halt nicht. Zack. Oh. Cool. Gut. Ja, jetzt läuft das doch auch mit den Damage hier, oder? Ich bin happy. Was Lump of Coal ausmachen kann, ey. Wahnsinn. Aber gut, wir haben auch ein bisschen Damage dazu gekriegt durch den Odd Mushroom und so weiter. Whore of Babylon. Und Flight, das brauchen wir aber nicht. Aber Whore of Babylon wäre ganz cool. Das ist ganz cool. Ja. Oh. Ja, gut. Ja, hole ich es mir oder nicht, ist jetzt die Frage. Ich habe dann noch 3 Herzen. Ja, doch, ich mach das. Komm, was soll's. Was soll's? Wer soll mich aufhalten? Synthol, nehme ich's nicht. Ich nehm's. Und ich würde jetzt ein bisschen Geld sparen. Mal gucken, ob wir unserer Donation Machine heute mal was richtig Gutes tun können, oder? Ich finde das gut. Ich finde das in Ordnung. Und ab in den Shop. Ah, ich dachte, wir sind jetzt Guppy. Das wäre es gewesen. Ein Item fehlt noch, ne? Dann sind wir Guppy. Und Guppy und Brimstone ist schon immer ganz schön wild. Hier sind auf jeden Fall Spirit Hearts on Sale. Das ist geil. Da gebe ich ein bisschen Geld rein. Und jetzt mache ich einfach mal Magician und auf geht die wilde Fahrt. Envies. Oh, die ganzen Herzen, ey. Jetzt ein Dark Bum. Aber er hat Urlaub. Er hat Urlaub. Einen wohlverdienten, muss man dazu sagen. So, dass ich mal gönne. Okay. Was wir hier alles droppen, ey. Geld ohne Ende. Also gut, das ist klar. Aber die Herzen da, die Trinkets. Was geht hier ab? Ich habe die Schaufel gar nicht so richtig benutzt. Kacke. Kackewurst. Ich konnte es mir jetzt nicht merken. War das hier Floor Deco? Ja, okay. Und kein Black Market. Friendzone. Naja. For free. Ewig viel Geld. Bloß nicht aus Versehen die Tick einsammeln. Die kriege ich nämlich nicht mehr weg. Die kriegt man nur mit dem Matchstick-Trinket weggebrannt. Und der Rift. Komm, eigentlich, ne? Warum eigentlich nicht? Was soll denn der Geiz? Luck up. Und Shot Speed Up, irrelevant bei Brimstone, egal. Stars. Hatten wir schon getestet, ne? Bringt hier auf dem Floor nix. So. Und jetzt sparen wir. Oh. Gib mir Geld. Das nicht. Secret Room, wir haben ja noch 4 Bomben, was soll's? Was soll's?
Nein? Dann vielleicht hier? Gut, gut, gut. Golden Key. Naja. Naja. Dann spreng ich hier aber auch nochmal eine Runde, ne? Was soll's eigentlich? HP. Und Battery. Egal. Weiter geht's. Weiter geidert. Achso, das war's schon. Gar nicht so viel Geld. Aus irgendwelchen Gründen dachte ich, hier gibt's jetzt noch eine Runde. Was passiert mit Stars? Nix? Cool. Und moin Fadi. Ja, die Theorie ist ja, dass das der Isaacs Vater ist und er sich halt erhängt hat, nachdem er nachdem Isaac tot gefunden wurde. Und durch seine Spielsucht und so weiter ist er halt hier der Greed-Boss, weil er der Mutter halt auch Geld geklaut hat und so. Das ist halt die Theorie. Und wenn der Fight losgeht, sieht man ja, wie er da halt erhängt im Raum hängt. Man weiß es also nicht, aber kann gut sein, ne? Oh. Da liegt noch Geld. Oh, gemein, ey. Oh, wie viel Geld er mir schon geklaut hat jetzt. Hexau. La la. Oh. Steam Sale, danke für gar nichts, ey. Geiler Typ. Gut, dann war's das wieder. Damage-mäßig dieses Mal nicht ganz so crazy dabei. Aber hey. 32 Euro wird hier rein donated. Und dann war's das eigentlich auch schon wieder für dieses Mal, für heute, für was auch immer, ne? Ihr wisst doch, wie es ist. Rein da. Ja, Leute. Das war's. Dann haben wir jetzt den Greed Mode. Isaac, Maggie, Kane und Judas. Dann sind wir beim nächsten Mal wieder bei einem normalen Run. Und normale Runs. Wir haben ja jetzt das Polaroid freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt standardmäßig, so wie wir jetzt immer in den Darkroom gekommen sind mit dem Negative, können wir jetzt halt nach der Kathedrale, nach Isaac standardmäßig halt in die Chest. Und Chest ist halt auch immer noch so ein Floor, wo man richtig schön Items absahnen kann, weil jede Kiste dann ein Item ist. Und das machen wir beim nächsten Mal. Wahrscheinlich sogar wieder mit Isaac, warum auch nicht. Und dann läuft das, oder was, ne? Aber bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Es war mir wieder mal ein Vergnügen. Ich hoffe, beim nächsten Mal seid ihr wieder mit dabei. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, dann schaut doch unbedingt gerne auf Twitch vorbei. Warum auch nicht? Heute Abend werde ich wieder live sein. Warte mal, das macht keinen Sinn, wenn ich das sage und die Folge erst übermorgen abgeht, ne? Heute ist der 16.2. So nämlich. Und heute Abend, am Freitag, bin ich wieder live. Und wir können zusammen ein paar Isaac Runs machen. Warum auch nicht, ne? Ansonsten, ey, Leute, bis zum nächsten Mal. Stay cozy und macht das Beste draus, ne? Tschüss! Ja! Es ist passiert, Freunde. Es ist passiert. Woo!